habe die Gutschrift für Sie storniert. Toll. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Herr Jessen? Ja, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Kündigen Sie meinen Account. Sie wollen Ihren Account kündigen, Herr Jessen? Mein Gott, wovon rede ich denn die ganze Zeit? In Ordnung, Herr Jessen, das haben wir gleich. Client first, firm second, self third. Wie bitte? Client first, firm second, self third. Bedeutet für uns die kompromisslose Identifikation mit den Zielen und Bedürfnissen unserer Kunden. Was? Das heißt, wir denken stets an den Kunden, nie an uns selbst. Damit wollen wir unseren professionellen Anspruch deutlich machen. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Jessen? Was? Nein. Es dauert nur eine Sekunde, Herr. Zuerst will ich meinen Account kündigen. Sie tun mir damit einen persönlichen Gefallen, Herr Jessen. Okay, aber wirklich nur eine Sekunde. In Ordnung, Herr Jessen, und vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, also was jetzt? Herr Jessen, ich stelle Ihnen jetzt folgende Frage. Warum? Warum? Was ist das die Frage? Warum? Warum was? Mehr als 90% der Anrufer bewerten die Musik in der Warteschleife positiv bis sehr positiv. 71% sagen zudem, sie fühlen sich gut bis sehr gut unterhalten. Sie dagegen empfinden die Musik als weniger gelungen. Als kundenorientiertes Unternehmen stellen wir uns natürlich die Frage, warum? Jemand findet dieses Gedudel gut? Das gibt's ja gar nicht. Da gibt es Untersuchungen, die das belegen. Ja, von mir aus. Aber was wollen Sie jetzt von mir? Ich möchte gerne mehr über Ihre persönlichen Wünsche und Ziele erfahren, Herr Jessen. Mein Ziel ist, ich will meinen Account kündigen. Ja, ich kann Ihre Zurückhaltung verstehen, Herr Jessen. Aber die Frage ist aus Gründen der Servicequalität für mich sehr wichtig. Und ich werde die Antwort strikt vertraulich behandeln. Wenn Sie unter diesem Gesichtspunkt die Frage doch beantworten können. Ja, die Musik ist scheiße. Verstehe, Herr Jessen. Ist dieser Mangel für Sie objektiv oder eher subjektiv, beziehungsweise objektiv nicht identifizierbar? Ich weiß nicht, ich stehe einfach nicht so auf Fahrstuhlmusik. Das ist interessant, Herr Jessen. Die Musik wurde von einem renommierten Künstler komponiert. Ja, na und? Ich darf Ihnen den Namen aus vertragsrechtlichen Gründen nicht verraten, aber Sie kennen ihn. Ja, von mir aus. Raten Sie mal. Was? Raten Sie mal den Namen des Künstlers. Die Sekunde ist um. Moment, das wird Sie interessieren, Herr Jessen. Sie können sich den Titel auf unseren Service-Seiten herunterladen. Was? Wir schenken Ihnen die Musik, Herr Jessen, als Download auf unseren Service-Seiten. Wir wollen unseren Kunden ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Dafür sind wir bereit, uns jeden Tag aufs Neue anzustrengen. Was? Das funktioniert ganz einfach, Herr Jessen. Früher musste man einen Kassettenrekorder vor das Radio stellen, wenn man Musik runterladen wollte. Damals sagte man Aufnehmen dazu. Aber wenn der Hund gebellt hat, war der Download im Eimer. Da hat sich einiges getan. Ja, danke, ich weiß, was ein Download ist. Der Download ist kostenlos, Herr Jessen. Ey, ich werde mir diesen Scheiß bestimmt nicht runterladen. Moment, Herr Jessen, das wird Sie interessieren. Der Titel wurde im letzten Jahr mehr als 20.000 Mal heruntergeladen. Das sind sehr, sehr gute Werte. Ja, von mir aus. Wir können das Thema später gerne vertiefen, Herr Jessen. Aber lassen Sie uns schnell nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Welche Frage? Was können wir in Bezug auf die Musik besser machen? Was glauben Sie, Herr Jessen? Ich habe keine Ahnung, das ist doch nicht mein Problem. Mir ist sehr an Ihrer persönlichen Meinung gelegen, Herr Jessen. Hören Sie mal, ich möchte, dass Sie jetzt endlich meinen Account kündigen. Ich verstehe, dass Sie gerade unter Zeitdruck sind, Herr Jessen. Ich könnte Sie später nochmal anrufen. Wann passt es Ihnen denn besser? Sie haben mich doch gar nicht angerufen, ich habe Sie angerufen. Verstehe, Herr Jessen. Dann lassen Sie uns mal schnell Ihren Account aufrufen. Bitte. So. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Herr Jessen? Machen Sie bitte meinen Account auf, bitte. In Ordnung, Herr Jessen. Das haben wir gleich. Also. Was? Ich brauche Ihren Namen, Herr Jessen. Ach so, ja klar. Also J wie Jürgen, E wie Emil. Wissen Sie was? Das ist mir zu blöd. Ich kündige lieber per E-Mail. Tut mir leid, Herr Jessen. Eine Kündigung per E-Mail ist aus Sicherheitsgründen vorübergehend nicht möglich. Ich kann nicht per E-Mail kündigen. Aus Gründen der Datensicherheit, Herr Jessen. Datensicherheit? Phishing, Farming, Viren, Trojaner, Herr Jessen. Ich nehme an, das sagt Ihnen was. Natürlich. Das ist in Ihrem Interesse, Herr Jessen. Daran sehen Sie, dass wir Ihre Sicherheitsinteressen sehr, sehr ernst nehmen. Ja, okay, dann kündige ich schriftlich. Geben Sie mir bitte die Postadresse. Klasse, dass Sie dieses Thema von sich aus ansprechen, Herr Jessen. Wussten Sie, dass die Geschwindigkeit der Anfrageerledigung in den Augen der Verbraucher an der 5. Stelle noch vor dem Image des Unternehmens bewertet wird? Was? Früher stand das Produkt im Mittelpunkt. Heute ist alles entlang des Kunden orientiert. Indem wir hohe Erreichbarkeit, hohe Fachkompetenz und Verbindlichkeit mit schneller Abwicklung kombinieren, sind wir jetzt noch kundenfreundlicher. Und Herr Jessen, das heißt für Sie, Sie brauchen sich nicht mehr die Finger wund zu tippen, denn ein Anruf genügt und Ihr Auftrag ist so gut wie erledigt. Ich möchte aber lieber schriftlich kündigen. Verstehe, Herr Jessen. Aber Aufträge können nur telefonisch durchgeführt werden. Das geht schneller. Nee, das geht überhaupt nicht schneller. Im Durchschnitt dauert ein Telefonat 1,15 Minuten, Herr Jessen. Es gibt da Statistiken, die das belegen. Ja, von mir aus, aber wir telefonieren jetzt schon seit 20 Minuten. Und wenn,
Wenn ich die Warteschleife mitzähle, bin ich jetzt seit über einer Stunde damit beschäftigt, meinen Account zu kündigen. Das ist doch ein Witz. Ja, wir wollen unseren Kunden eine individuell optimale Beratung bieten. Da kann ein Gespräch natürlich auch mal mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber wissen Sie was, Herr Jessen? Das ist überhaupt gar kein Problem, denn Sie erhalten jetzt von mir eine Gutschrift. Hey, hören Sie bitte mit Ihrer Gutschrift auf, ich will keine Gutschrift. Als Neukunden schenken wir Ihnen zusätzlich die Bereitstellungsgebühr. Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Jessen. Sie zahlen keine Bereitstellungsgebühr. Was denn für eine Bereitstellungsgebühr? Ich bin doch schon Kunde. Verstehe, Herr Jessen. Dann möchte ich Sie zu Ihrer Entscheidung beglückwünschen. Haben Sie übrigens schon einmal daran gedacht, Homeseller zu werden? Homeseller? Ja, Herr Jessen. Anmelden, loslegen, Provisionen kassieren. Innerhalb kürzester Zeit können Sie Ihren eigenen Homeseller-Shop einrichten und sofort unsere vielen Produkte und Tarife Ihren Kollegen, Freunden und Bekannten anbieten. Während wir für die reibungslose und komplette Abwicklung Ihrer Verträge sorgen, erhalten Sie pro Auftrag eine attraktive Provision. Was? Ja, Sie haben richtig gehört. Pro Auftrag erhalten Sie eine attraktive Provision. Diese wird automatisch Ihrem Provisionskonto gutgeschrieben. Kein Interesse. Sie sind nicht an einem attraktiven Zusatzeinkommen interessiert, Herr Jessen. Nein, danke. Was interessiert Sie denn sonst, Herr Jessen? Ich will kündigen, das habe ich Ihnen schon 1000 Mal gesagt. Ich verstehe, Herr Jessen. Da sehen Sie, wie wichtig wir Ihre persönlichen Wünsche und Ziele nehmen. Da fragen wir lieber gründlich nach, anstatt gar nicht. Wenn Ihnen meine persönlichen Wünsche so wichtig sind, warum kündigen Sie nicht endlich meinen Account? Sie möchten Ihren Account kündigen, Herr Jessen. Ja, wovon rede ich denn die ganze Zeit? Okay. Dann lassen Sie uns mal schnell Ihren Account aufrufen. Reini Jessen, ist das Ihr Name? Soll ich noch mal buchstabieren? Nee, nicht nötig. Wann wollen Sie kündigen, Herr Jessen? Jetzt, sofort. Also zum nächstmöglichen Termin. In Ordnung, Herr Jessen. Moment, ich check das mal für Sie. Moment. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate. Zum Monatsende Verträge, die mit einer Mindestvertraglaufzeit abgeschlossen worden sind, zum Ablauf dieser kündbar. Wird der Vertrag nicht mit einer Frist von 2 Monaten. Gibt es da irgendein Problem? Nein, 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 da kann ich Sie beruhigen, Herr Jessen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das haben wir gleich. Alles klar. Sie haben sich rechtzeitig gemeldet, Herr Jessen. Das zeigt, Sie haben sich die Sache reiflich überlegt. Absolut. Richtig, Herr Jessen. Aber für den Fall, dass Sie Ihre Meinung ändern, kann ich Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Wir können auch jetzt gleich den Tarifwechsel durchführen. Nein, ich will keinen Tarifwechsel, ich will kündigen. Machen Sie endlich meinen Account auf, damit ich kündigen kann, ja? Ja. Moment, das wird Sie interessieren, Herr Jessen. Das Rundum-Sorglos-Paket ist absolut CO2-neutral. Was? Im Interesse der Umwelt haben wir die Aktion Ein Account, ein Baum ins Leben gerufen. Ein Account, ein Baum. Richtig, Herr Jessen. Unsere Kunden können für 2,50 Euro einen Baum in Brandenburg pflanzen lassen. Zur Auswahl stehen Balsam, Pappel, Borstenfichte und Waldkiefer. Ey. Die Waldkiefer wurde gerade zum Baum des Jahres gewählt. Zusätzlich bekommen Sie für nur 1 Euro mehr einen Sticker, mit dem Sie sich als Nutzer eines klimaneutralen Accounts ausweisen können. Kein Interesse. Wissen Sie was, Herr Jessen? Sie erhalten den Sticker kostenlos, Herr Jessen. Ja, trotzdem, nein. Wussten Sie, dass die CO2-Belastung durch Datenzentren jährlich um 16% wächst? 16%. Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Jessen. Von mir aus. Moment, das wird Sie interessieren, Herr Jessen. Der Stromverbrauch bei den weltweit installierten Servern hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Für Ihren Betrieb sind 14 Kraftwerke mit einer Leistung von 1000 Megawatt notwendig. Als Nutzer unseres Rundum-Sorglos-Pakets setzen Sie ein Zeichen. Nein, danke. Mit dem Rundum-Sorglos-Paket optimieren Sie Ihre persönliche Kohlendioxidbilanz, Herr Jessen. Kein Interesse. Sie interessieren sich nicht für einen CO2-neutralen Account. Habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Jessen? Richtig. Ich will bloß meinen Account kündigen. Verstehe, Herr Jessen. Dann brauche ich jetzt Ihre Kundennummer? Moment. Meine Kundennummer ist 11 20 45 67 34. 34? Mhm. In Ordnung, Herr Jessen. Sie wohnen immer noch in der Wasserturmstraße 67? Was spielt denn das für eine Rolle? Ja, ich will nur kurz checken, ob Ihre